Das Gebiet des Titicacasees zwischen Peru und Bolivien ist eine wichtige Enklave mit vielen noch ungelösten Rätseln. An seinen Ufern können wir nicht nur die Überreste antiker Zivilisationen erkennen. Dort befinden sich auch die Wiege des Ursprungs der Andenvölker und einige der größten Monumente und Bauwerke dieses Gebietes. Der höchste Schöpfergott Viracocha, oder auch Herr des Tepe genannt, soll einst aus dem Titicacasee gestiegen sein. Der Mythos besagt, dass er erstmalig auf der Sonneninsel erschien und später seine erste Siedlung in Tiahuanaco errichtete. Viracocha wird mit weißer Haut, blondem Haar und einem vollen Bart beschrieben. Er ging, nachdem er die Menschen und alles andere erschuf, nach Nordwesten, um letztendlich im Meer zu verschwinden. Entlang dieser imaginären Linie wurden die Haupttempel der Inka- und Prä-Inka-Kulturen errichtet. Auf dieser Route finden wir eine Bergkette, die plötzlich auf den Boden ragt, als wäre sie künstlich geformt worden. Etwas, das nicht da sein sollte, wenn man sich das Gebiet um den Titicacasee anschaut. Aus der Ferne kann man riesige Felswände sehen, die wie eine aus der Erde herausragende Rückenflosse eines Meerestieres aussehen. Wenn wir uns dieser nähern, können wir erkennen, dass es sich um einen Steinwald handelt, dessen Gestein zufällige Formen anzunehmen scheint, als wären sie willkürlich gemacht worden. Jeder, der durch dieses Mauerwerk geht, ist überwältigt. Es ist ein Ort, der uns an andere Energiezentren wie den Berg Monserrat in Spanien oder die megalithische Sternwarte Kokino in Mazedonien erinnert. Das Auffälligste dieser monumentalen Enklave ist seine Struktur. Sie ähnelt einem Tor von etwa 7 Metern Höhe und 7 Meter Breite, die in den roten Sandstein der Felsen gemeißelt ist. Das Tor ist unter vielen Namen bekannt, wie zum Beispiel Hayumarca, was die Stadt der Geister bedeutet. Aber auch unter Vilcahuta, übersetzt Ort der Sonne oder Tor der Götter. Viele Einheimische nennen es jedoch Tor des Teufels, wahrscheinlich wegen der spanischen Zensur und der heidnischen Rituale, die dort stattfanden. Im Volksmund nennen sie es Aramo Muru, zu Ehren des Inka-Priesters namens Aramo. Der Legende nach nahm Aramu die goldene Sonnenscheibe, die im Tempel von Coricancha in Cuzco bewahrt wurde, und floh vor den Spaniern bis an diesen Ort, wo er die Sonnenscheibe in die Vertiefung der Tor mitlegte, als wäre es ein Schlüssel zu einer Tür. Sie öffnete sich und er verschwand hinter ihr. Aber es gibt auch eine Theorie, die besagt, dass der Name Aramu von einem sehr ähnlichen Quechua-Wort kommt, nämlich Amaru, was Schlange bedeutet. Die Verehrung, die das amerikanische Volk gegenüber der Schlange empfindet, ist bekannt. Sie verehren sie so sehr, dass einige denken, dass das Wort Amerika von dem Wort Amaru Kaka herrührt und bedeutet das Land der Schlange. Heutzutage werden vor dem Tor Rituale aller Art abgehalten und jeder Besucher kann eine Ahnenzeremonie durchführen, in der Hoffnung, dass es sich öffnen könnte. Es gibt zahlreiche Legenden über das Verschwinden von Menschen an diesem Ort, aber der vielleicht bekannteste Fall ist der einer Musikband, die vor dem Tor spielten und plötzlich spurlos verschwanden. Dies geschah vor 65 Jahren. Nur einer von ihnen konnte entkommen und Zeuge dieses rätselhaften Verschwindens werden, denn er stand damals weiter von den anderen entfernt. Aramu Muro ist ein von Mysterien umgebener Ort. Es gab Fälle von seltsamen Lichtern. Leute, die behaupten, dass sie Sterne oder Feuersäulen gesehen, Geräusche gehört und sogar die Anwesenheit eines Tunnels hinter dem Tor gefühlt haben. Gleich hinter dem Tor auf der anderen Seite des Berges sind die Überreste von etwas, das aussieht wie ein Tunnel, der die Städte Tiahuanaco und Cusco miteinander verbunden hat. Der Tunnel wurde von den Inkas benutzt, um von einer Stadt zur anderen zu gelangen. Und nach ihren Aussagen wurde er künstlich gebaut, aber seltsamerweise gab es ihn schon, bevor sie ihn benutzten. Also, wenn die Inkas nicht die Erbauer dieses Tunnels waren, wer dann? Wer errichtete eine Arbeit dieser großen Ordnung und zu welcher Zeit? Wäre es möglich, dass der Weg sich mit dem Verschwinden Viracochas auflöste, und er etwas mit diesem Tunnel zu tun hatte? Der Tunnel wurde fälschlicherweise den Inkas zugeschrieben, aber er ist viel älter.
derzeit wird der Zugang zu dem Tunnel von Aramumuru absichtlich gesperrt, um zu vermeiden, dass die Menschen diesen auf der Suche nach wertvollen Objekten betreten, denn man fand in seinem Inneren Gold und Edelsteine. Könnte das Tor Aramumurus ein Zugang zu diesem Tunnel sein? Nicht weit weg von der Öffnung des Felsens, der den Tunnel darstellt, nehmen wir eine Gravur wahr, die mit den Göttern, die das Tor bauten, zu tun haben könnte. Diese in den Felsen eingravierten Petroglyphen haben einen präinkanischen Ursprung, auf dem wir trotz ihres Verbleichens ein Wesen mit seltsamen Eigenschaften erkennen können. Wen wollten sie damit darstellen? Etwas Ähnliches finden wir in Nordspanien. Neben einer Höhle gibt es auch eine Gravur in einem Felsen mit ähnlichen Eigenschaften. Ist es möglich, dass ein Zusammenhang zwischen den beiden besteht? Über Aramumuru wird gesagt, dass es ein dimensionales Portal sei, das unsere Welt mit einer anderen Dimension und sogar mit einem anderen Planeten verbindet. Von diesem sollen die Wesen kommen, die es gebaut haben. Die Wahrheit ist, dass wir viele Hinweise auf dimensionale Tore auf der ganzen Welt finden, die eine erstaunliche Ähnlichkeit haben, wie der Tempel von Salomon mit seinen riesigen Säulen und die später entstandenen Freimaurerrituale, aber auch die sumerischen Gravuren in Ton und Stein. Einige sind auf Berge gemeißelt, wie zum Beispiel das Grab des Königs Midas und andere im Nahen Osten. Sie sind alle ähnlich. Sogar die Ägypter sprechen von Sternenreisen. Und auch der Gott Viracocha repräsentiert dasselbe mit seinen Stäben in der Mitte des Sonnentores von Tiahuanaco. Zwischen der Stadt Cusco und Machu Picchu finden wir etwas wirklich Faszinierendes. Wir können ein anderes Tor sehen, das unter einem Stein gemeißelt ist. Es ist ein zeremonieller Ort namens Jaupa, eine Kirche, die sich innerhalb der Route von Viracocha befindet und die seit der Antike als zeremonielles Zentrum verwendet wird. Könnte es ein weiteres dimensionales Tor sein? All diese Ähnlichkeiten mit Aramumuru zeigen, dass es in der Vergangenheit ein Wissen gab, das verloren gegangen ist oder das sie uns vorenthalten wollen. Aber laut einer Prophezeiung wird sich das Tor von Aramumuru eines Tages öffnen. Wenn dies geschieht, wird das Tor um ein Vielfaches größer sein als jetzt und die Götter werden in ihren Solarschiffen zurückkehren.